Ja, die Zeit vergeht wie im Sturm, nicht? Und damit bleiben wir gleich bei dem Bild, nämlich einen frischen Wind in die deutsche Schlagerlandschaft, brachte eigentlich die nächstfolgende Gruppe mit ihren Titeln für alle, die 1985 in Göteborg, sie erinnern sich, 1987 mit ihrem Lied Lass die Sonne in dein Herz in Brüssel, mit denen sie ja jeweils Vize-Grand Prix-Sieger wurden. Und mit Pina Colada in diesem Jahr hatten sie einen Sommerhit. Mit ihrer Version des Pop-Pop-Hits Mami Blue, mit dem Ricky Sheen schon so erfolgreich wurde, die Gruppe Wind, die Startnummer 6.